zusammen. Ja, heute bin ich nochmal hier in Gilad im Hunsrück in meiner Heimat, wo die beiden Nordics N149 5.X gebaut werden. Ja, und die erste von zwei Anlagen ist fertig errichtet. Was ein Gigant, ey. Wahnsinn, diese Anlage. Oh, die ist echt fett. Ja, die scheint noch nicht so lange errichtet zu sein. Die sind nämlich gerade dabei, den Kran in seine Einzelteile zu zerlegen. Ausleger ist teilweise noch montiert. Der hintere Ausleger steht noch aufrecht. Ja, der wird jetzt in seine Einzelteile zerlegt und dann geht's los zur nächsten Baustelle. Ja, ich war ja vor 3 Wochen das erste Mal hier. Da hatte gerade die Anlieferung der Komponenten begonnen. Ja, wenige Tage später muss es wohl dann mit dem Transport hierher losgegangen sein. Da habe ich Bilder auf Insta gesehen. Ja, und jetzt 3 Wochen später ist sie schon fertig, der Gigant. Wahnsinn, ey, wenn die Rotorblätter dann mal montiert sind, wie riesig die ist. Ja, ist jetzt auch meine erste N149, die ich mal aus nächster Nähe sehe. Von Abowind. Geiles Teil. Ja, und auch die erste auf Max-Bögl-Turm. Pretzfeld-Obersulm, die hatten ja auch Max-Bögl-Turm. Aber ja, da war leider noch keine Anlage aufgebaut, als ich da war. Da stand ein Teil vom Turm, aber fertig war da leider noch keine. Richtig fett. Ja, hier drüben, etwas weiter im Tal, liegt dann die nächste Anlage. Da sind teilweise schon Komponenten angeliefert. Die anderen Komponenten liegen auf dem Umladeplatz, den ich beim letzten Mal ganz am Schluss gezeigt habe. Ja, da wird jetzt der Kran hintransportiert. Dann, ja, ich weiß jetzt nicht, ob vor Weihnachten noch irgendwas passiert an Komponententransport, aber ja, spätestens im neuen Jahr geht es dann mit der Montage der zweiten Anlage los. So, ich gehe jetzt aber ein bisschen näher ran und schau mir mal diesen Gigant aus der Nähe an. So, ich stehe jetzt hier nochmal auf der anderen Seite. Von hier hat man echt nochmal einen richtig tollen Blick auf die Anlage in voller Größe. Die ist so groß, ich kriege die gar nicht ganz aufs Bild drauf. Wenn das Rotorblatt nach oben steht. Ich habe jetzt zwar komplett reingezoomt, aber die ist echt so verdammt groß. Ja, 164 Meter Nabenhöhe, 5,7 Megawatt. Und 149 Meter Rotor. Das heißt, ein Blatt ist fast 75 Meter lang. Ist auch richtig geil, die Anlage jetzt mal fertig zu sehen und nicht nur in Einzelteile zerlegt. Pretzfeld-Obersulm und jetzt auch hier vor ein paar Wochen habe ich sie ja nur in Einzelteilen gesehen. Aber es ist richtig geil, jetzt endlich mal eine N149 zusammengebaut und aus der Nähe zu sehen. Optisch finde ich die Anlage einfach wunderschön. Richtig cooles, schlichtes Design. Keine hässlichen Ecken oder irgendwelche Container, die unten drunter gebappt sind. Wie jetzt bei G oder Siemens Gamesa. Vestas ja neuerdings auch. Sieht ja fürchterlich aus. Aber die Nordex einfach sehr schön schlicht. Rotes Maschinenhaus und dann diese coole, kugelige Narbe. Gefällt mir echt super gut. Ja, hier haben sie gerade eben auch Werkzeug hochgezogen, beziehungsweise ein Seil hochgezogen, da hing irgendwas dran. Werkzeug vielleicht. Wer weiß, vielleicht macht die Anlage dieses Jahr noch einen Probelauf. Auf der Infotafel hieß es ja, dass beide Anlagen zum Jahreswechsel ans Netz gehen sollen. Das wird jetzt wahrscheinlich nichts, die andere Anlage steht ja noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht macht die Anlage hier noch einen Probelauf. Das wäre ziemlich geil. Ja, hier hinten nochmal der Kran, der gerade auseinandergebaut wird. Der ist echt ziemlich dünn für so eine riesige Anlage. Echt ziemlich schmächtig. Schon krass, was die
für Gewichte ziehen müssen. Ja, hier hinten nochmal ein cooler Blick auf die benachbarten Anlagen im Windpark Berglicht. Die N117 im Vordergrund und im Hintergrund dann die E82 bzw. FLMD77. Ich habe auch echt wieder richtig Glück im Wetter. Das Wetter ist echt wieder richtig geil. Arschkalt, aber wunderschöner blauer Himmel und sonnig. Richtig toll zum Bilder machen. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, näher an die Anlage heranzukommen, dass ich sie mal noch von vorne anschauen kann. So, ich stehe jetzt hier nochmal knapp unterhalb von der Anlage. Und hier kann man den riesigen Rotor echt nochmal richtig schön auf sich wirken lassen. Echt beeindruckend, wie riesig der ist. Fast 75 Meter lang, diese Rotorblätter. Echt Wahnsinn. Und die sind auch echt richtig cool gebogen. Das kommt gar nicht so zur Geltung, wenn sie am Boden liegen, aber echt richtig cool gebogen. Hier sieht man's. Sind jetzt aus dem Wind gepitcht und dann so leicht gegen den Uhrzeigersinn gebogen. Das heißt, wenn sie im Wind stehen, so leicht nach vorne gebogen. Sieht man nochmal schön die dicke Narbe. Richtig cool aus. Ja, zur Wartung auf jeden Fall sehr angenehm wahrscheinlich. Angenehmer als in so einer Mininarbe rumzukraxeln. Ja, die ganze Zeit hat die Anlage so ein bisschen getrudelt. Jetzt steht sie relativ starr. Also ich denke mal, dass da gerade irgendwas passiert. Ist auch gerade wieder Werkzeug abgelassen worden. Also denke ich mal, dass sie da schon irgendwas vorbereiten. Echt gigantisch, dieses Teil. Stimmt richtig geil, wenn man dann hier während einem Wintersturm steht und die Anlage macht echt richtig Volllast. Sieht bestimmt ziemlich geil aus. Ach, ich freue mich echt, wenn beide Anlagen fertig sind. Und ich endlich mal eine N149 laufen sehe. Habe ich bisher leider noch nicht gesehen. Naja, ich werde mal weiterziehen. So, jetzt stehe ich noch mal etwas näher. Jetzt stehe ich direkt unterm Rotor. Das sieht echt noch mal krasser aus. Wahnsinn! Ist jetzt auch gerade schön am Trudeln. Dreht sich allerdings in die falsche Richtung. Ah, wird gerade echt richtig schön von der Abendsonne angeschienen. Wahnsinn, dieses Teil! Richtig geil, die Delta 4000. Super geile Anlage. Echt beeindruckend, der Rotor. Aber auch der Turm ist so riesig, wenn er mal fertig ist. Ich meine, der Betonturm an sich ist ja schon, ich glaube, 90 Meter hoch. Aber wenn da nochmal drei Stahlröhren drauf sind, schon echt nochmal gigantisch. Ja, von hier hat man auch nochmal einen tollen Blick in die Ferne. Da unten liegt der andere Turm von WA2. Das sieht bestimmt auch geil aus, wenn die fertig ist. Ein geiles Bild noch mit den ganzen anderen Anlagen im Hintergrund. Windpark Ranzenkopf mit den ganzen E115. Das habe ich erst gesehen, als ich das Video beim letzten Mal geschnitten habe, dass da ein Kran stand. Und siehe da, da steht eine neue E138 EP3. Die stand beim letzten Mal nämlich noch nicht. Habe ich auch Bilder bei Instagram gesehen, dass da was gebaut wurde. Wollte ich eigentlich noch hin, aber bin jetzt so komplett erfroren. Und ja, Sonne geht jetzt auch bald schon unter. Ich werde jetzt mal noch zur anderen Baustelle laufen. Da sind nämlich auch schon Teile da. Und berichte von dort nochmal. So, ich bin jetzt hier in der Baustelle von Anlage 2.
Hier sind auch schon ein paar Komponenten angekommen. Ja, hier liegt ein Stahlsegment. Das ist wahrscheinlich das, das als erstes oben auf den Betonturm draufkommt. Das ist nämlich das kürzeste. Hinten dran die Narbe mit Verkleidung. Maschinenhaus ist auch schon da. Und ein Rotorblatt. Da liegt's. Ja, die anderen Komponenten liegen noch vorne am Umladeplatz, habe ich bei der Herfahrt gesehen. Also zwei Stahlturmsegmente, zwei Rotorblätter. Vielleicht werden sie die in den nächsten Tagen noch hierher transportieren. Ich glaube, hier haben sie auch schon so ein paar Holzklötze abgeladen, wo dann nachher der Kranableger drauf abliegt. Ja, und dann wird hier weitergebaut in den nächsten Tagen und Wochen. Bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis diese Anlage hier steht. Haben jetzt auch noch mal ein bisschen Sauwetter ab Donnerstag gemeldet. Ja, und über die Festtage, über Weihnachten, wird hier wahrscheinlich jetzt nichts passieren. Ja, und von hier aus hat man jetzt auch einen coolen Blick auf die andere Anlage. Da oben auf dem Berg steht sie jetzt echt gigantisch. Wahnsinn, ey, was das für ein riesiges Teil ist. Krass. Ja, mir ist jetzt jedenfalls richtig kalt. Ich werde mich jetzt wieder auf den Heimweg machen. Ich hoffe, es hat wie immer gefallen. Im Anschluss nochmal ein kleines Drohnenvideo. Auch wieder super schöne Aufnahmen bei dem tollen Wetter. Ja, dann macht's gut, halt die Ohren steif und bis bald.